Was geht ab, meine Rosifighter Oseri? Und bevor wir mit dem heutigen Part anfangen, zeige ich euch erstmal, wie ihr den Kampftypus eures Avatars ändert. Denn zu Beginn, egal mit welcher Rasse ihr anfängt, zu Beginn ist euer Avatar vom Typus Hero, aber ihr könnt ihn dann ändern zu Elite oder Berserker. Zum einen tippt ihr erstmal auf Status, dann geht ihr auf die Heldendaten und hier könnt ihr das Ganze dann ändern, indem ihr Y klickt. Da seht ihr auch schon Kampftyp ändern. Die Sache ist folgendermaßen, Freunde, den Elite-Typus schaltet ihr frei, wenn ihr Stufe 8 mit eurem Avatar erreicht habt und den Berserker-Typus schaltet ihr frei, wenn ihr Stufe 12 mit eurem Avatar freigeschaltet habt, Freunde. Mit Heroes, wie gesagt, egal welche Rasse, euer Avatar fängt mit als Hero-Typus an. Hero-Typus oder Typen sind Allrounder. Ab Stufe 8 kommt man Elite hinzu, sind Ausdauerkämpfer, sag ich mal. Und Berserker schaltet ihr dann ab Stufe 12 frei. Die sehen dann natürlich alle ein bisschen anders aus. Wie gesagt, das zählt für jede Rasse. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, welche Rasse ihr spielt und wie eure Charaktere da aussehen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, beziehungsweise welchen Typus ihr gewählt habt für euren Avatar und welche Rasse. Wie gesagt, ich nehme mal den Berserker-Typus, weil das einfach hier, keine Ahnung, der sieht aus wie Vegeta und Raditz und ein bisschen Broly mit am Start. Deswegen nehmen wir mal den Boy und ihr könnt dann auch noch wählen, welchen Superangriff er haben sollte. Ich glaube, ich habe eh ein Zubehör auf ihn gesetzt. Ja, sein Superangriff ist anders. Aber wir nehmen einfach mal hier Super Drachenfaust. Und genau so wählen wir das Ganze. Dann könnt ihr hier quasi sowohl eure Typen ändern als auch euren Superangriff. Und ja, dementsprechend ist jetzt hier an der Stelle der Boy unser neuer Avatar, sag ich mal. Beziehungsweise ist immer noch Osaru, ja, immer noch mein Avatar. Aber nicht wundern, der sieht immer noch gleich aus an der Stelle in der Außenwelt. Jedoch, wenn wir da quasi spielen, dann sieht unser Avatar auch anders aus, je nachdem, welchen Typus man gewählt hat. So viel auch dazu, Freunde. So endet ihr den Kampftypus eures Avatars. Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Deswegen machen wir weiter hier mit der Story. Kapitel 4, Teil 1. Mit Goku Black. Ich bin jetzt wirklich drauf gespannt. Mit Goku Black einfach. Was er jetzt hier vorhat, wie das Ganze verlaufen wird. Wir sind jetzt in Kapitel 4. Und haben Kapitel 3 Broly besiegt. Super Saiyan 4 Broly. Was geht aber jetzt ab? Und zwar, Vegeta und Son Goku werden die Helden von nun an unterstützen. Ah ja, es ist, okay, ja, stimmt. Kommt immer am Anfang. Ihr wohnt auch zum Super Saiyan im letzten Kapitel. Hat mich auch überrascht auf jeden Fall. Ja, das sind, ja, der kam hinzu, beziehungsweise die zwei kamen hinzu. Zen und Chamel, wie auch immer man den nennen mag. Und ich würde aber gern von Chamel sein Avatar sehen. Denn ich glaube, der gehört... Ah, da hinten war der. Ja, ja, von der Dämonenrasse war der. Da hinten war der. Denn Zen war von Kaioshin-Avatar. Ich finde an sich, die ganzen Avatar sehen echt cool aus. Und wenn ihr die Klasse erhöht, dann sehen die auch vom Aussehen dann nochmal ein bisschen anders aus. Deswegen, ja, aber ich glaube, aus meinem Avatar jetzt abgeht so langsam demnächst. Ich habe, by the way, meine Klasse immer noch nicht erhöht. Ideal wäre es eigentlich, wenn man Level 99 erreicht und erst dann die Klasse erhöht, sich das wünscht von Shenlong. Falls ihr nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, dann ist der Link dazu in der Beschreibung. Aber Level 99 zu erreichen ist schon schwer, beziehungsweise dauert es lange. Deswegen könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, ab welchem Level habt ihr euren Avatar, dessen Klasse erhöht. Ich werde es, glaube ich, ab 50 machen, Level 50. Warum sollte man es machen? Denn wenn ihr die Klasse von eurem Avatar erhöht, dann nimmt er 20% von den Stats, die er zuvor hatte, mit in die nächste Klasse. Also die werden übernommen. So, ich habe zwar viel gefunden, aber so ist ein anderes Kaliber. Ja, im Endeffekt sieht unser Avatar wahrscheinlich einfach nur im Kampf anders aus, wenn man den Typen geändert hat. Nicht schlimm, nicht schlimm. Der Boy sieht auch ganz gut aus hier, ne? By the way, der Avatar an sich, also jetzt... Na klar, man konnte dem Avatar seinen eigenen Namen geben, aber der Saiyajin-Avatar heißt eigentlich Beat. Beat heißt er, ja. Ja, Beat, genau das. Na gut, er hat recht, vielleicht steigert er gerade seine Kräfte. Wir müssen ihn aufhalten, aber wir müssen auch vorsichtig sein, auf jeden Fall. Na gut, immerhin ist das eure Welt. Ihr werdet schon wissen, wie ihr sie retten müsst. Solange ich gegen einen starken Gegner kämpfe, ist mir alles recht. Ah ja, darum geht's ja, ne? Darum geht's immer, Boy. Das klingt genau nach Son Goku. Nun gut, wie verhindern wir, dass dieser Silas noch stärker wird? Er sammelt Daten über die Anomalien. Wir sollten ihn von der Quelle abschneiden und fertig machen. Alles klar. Dann sollten wir das versuchen. Okay, dann auf zum nächsten Zeitschwert in der Dragon Ball Welt und zur nächsten Anomalie. Kann es kaum erwarten, in sein arrogantes Grinsen auszutreiben. Na gut, Froze, der arme Froze, der hat immer noch so den Rückschlag wegen Freeze, ne? Und irgendwie ist er seitdem nicht mehr so in Erscheinung getreten und ist einfach nur so immer so im Hintergrund und sagt, ja, okay, danke, ja. Was? Okay, direkt weiter. Oh mein, ja, können wir auch mal spielen? Gibt's auch eine Sequenz. Na gut, dann lesen wir die auch durch oder gucken wir uns natürlich an, was da jetzt abgeht. Ey. Also, wo geht es hin? Wenn meine Vermutung stimmt, müssen wir in Trunks Zukunft. Was? Oh mein Gott. Ja, dort passiert irgendwas Seltsames. Vielleicht finden wir dort einen Zeitsprung zur Dragon Ball Welt. Also kehren wir dorthin zurück. Trunks, es wird nicht leicht sein, deine Welt ändert in Trümmern zu sehen, oder? Auf keinen Fall, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Oh. Deshalb konnte ich sie auch zuvor schon retten.
Aber diesmal könnte es wegen der Anomalie schwieriger werden. Ich werde dennoch gehen. Es ist meine Welt und daher meine Verantwortung. Das ist der Trunks, den wir kennen. Oh, der arme Trunks, oder? Ist schon traurig, die Geschichte mit Trunks, finde ich. Der Arme hat einfach keine Ruhe. Seine Zukunft wird immer links und rechts zerstört. Wenn ihr so überlegt, ist schon traurig gewesen, gell? Erst von den Cyborgs, dann von Goku Black. Ja, keine Ahnung. Ist schon schwierig, schwierig. Die Endwechsel reichen leider nicht für alle. Okay, was? Zumindest für den Moment. Leggings kümmert sich gerade um eure eigenen Heldenwechsel. Ach ja, sie klingt genau wie Bulma. Wie cool, lol. Ein Heldenwechsel muss genau an das Key seines Nutzers angepasst werden. Und das dauert nun mal seine Zeit. Warte, können wir nicht einfach unsere Key-Stufe an die Geräte anpassen? Wie soll ich das sagen? Es sind nicht die Key-Stufen, sondern ihre Typen. Jeder Heldenwechsel hat seinen eigenen kompatiblen Key-Typ. Okay, das ist mir zu hoch, aber klingt verflixt eine ganz spezielle Fusion, oder? So ungefähr, der Heldenwechsel und der Nutzer müssen genau zueinander passen. Wie nervig. Bevor die Dinger fertig sind, ist schon alles vorbei. Nein, Vater, dein sollte schneller klappen und da unser Key ähnlich ist, dient meins als Vorlage. Sehr schön, so ein Goku-Gerät wird allerdings etwas länger dauern, so ganz ohne Vorlage. Was? Oh mein, ja. Yeah. So, brechen wir auf. Und du bleibst schön hier und hältst die Stellung, Kakarotto. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich will auch kämpfen. Oh mein, ja, mit der, immer das Gleiche. Der lacht ihn aus, geht dir ganz richtig. Oh mein Gott. Okay, brechen wir auf. Danke, Goku, kann ich mitkommen? Wir haben es verstanden. Dankeschön, Dankeschön. Oh nein. Alle bereit? Zeit für den Transport? Ja, ja, ja. Natürlich, wir sind schon gar nicht anfangen mehr. Ikso, boah, wie cool, alle kommen mit. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alle Rassen, ne? Als Verbündete am Start. Sehr schön. Ja, doch, ich glaube schon. Saiyan haben wir, Freezy, Namekian, Buu, Kaioshin und die Dämonenclan. Das waren es denn 6, glaube ich schon. Weiter zur nächsten Karte. Ja, bitte. Weiter zur nächsten Karte. Teil 2, Kapitel 4. Oder besser gesagt, Kapitel 4, Teil 2. Oh, die Musik, oh mein Gott, das ist Goku Black. Ah ja, seht ihr, jetzt sehen wir anders aus in der Spielwelt. Oh mein Gott, wie ist die Karte? Oh mein Gott, was ist das für eine Karte? Wer ist hier vor mir, Goku Black direkt? Ah, Mann. Oh mein Gott, Goku Black ist so ein brutaler Charakter einfach. Die haben es so cool gemacht, Goku Black, ohne Spaß. Ah, die Musik ist geil. Oh man, hier liegt ja alles in Trümmern. Unfassbar, dass du hier gelebt und gekämpft hast, Trunks. Ja, es hat sich nicht viel verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Was allerdings die Cyborgs angeht, theoretisch könnte die Anomalie sich stark gemacht haben. Wir müssten sehr diskret vorgehen, damit sie uns nicht bemerken. Auf jeden Fall, alles klar, Leute. Zuerst müssen wir wieder aussehen. Hey, von da drüben kommt irgendwas. Das ist C17-18, macht dich bereit. Hä? Na nun, was macht ihr Typen denn hier? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Pah, kaum zu glauben, dass sie uns schon bemerkt haben. Ah, verstehe, ihr habt euch irgendwo versteckt, wie? Gut, dass wir euch hier gefunden haben. Hört alle mal zu, die Cyborgs meiner Welt sind durch und durch böse. Und dank der Anomalien sind sie vermutlich auch stärker denn je. Wir müssen bei ihnen besonders vorsichtig sein. Hey, ihr Typen, müsst ihr weg, und zwar schnell. Kommt mit, bevor dieses Fiesling euch vermöbelt. Die haben Schiss vor Goku Black. Was, Moment, was geht jetzt ab? Sind das nicht unsere Feinde? Hm, warum? Oh. Ah, ich dachte sogar, Goku Black. Warum verhalten sich wie unsere Cyborgs? Du hast recht, irgendwas ist bei denen anders. Sind weit weniger betrünstig und gemein, als ich dachte. Und sie scheinen uns sogar warnen zu wollen. Vielleicht hat die Anomalie ihre Persönlichkeit verändert? Oder vielleicht sind das 17 und 18 aus einer anderen Zeitlinie? Aus einer anderen Zeitlinie? Dann hat dieser Goku wohl recht. Ja, wenn sich so... By the way, zum Beispiel Piccolo sieht ein bisschen anders aus, weil ich seine Verbündetenstufe gesteigert habe. Dann stammen sie vielleicht aus der Zeitlinie, in der sie am Turnier der Kraft teilgenommen haben. Weißt du, manchmal werden selbst böse Typen gut. Ich frage mich, von welchem Fiesling sie wohl gesprochen haben. Wenn die Cyborgs sich verändert haben, wer mag dann wohl unser Feind sein? Was ist alles? Okay, jetzt komm schon, wir müssen zu unserem Unterschlupf. Okay. C13. Ich habe gefunden, 17 zu 18. Lol, C13, okay. Ich hab mit Goku Black jetzt eigentlich gerechnet. Der kommt wahrscheinlich am Ende dann. Okay, oh, die Musik ist krank. Der Beat ist brutal. Was haben die gemacht? Wo ist Goku Black hin? Oh, der ist bei mir. Jawoll, Goku Black, was ist jetzt los? Ah, Kampf nur. Ich warte ab, mein Boy. Ich komme schon noch zu dir. Let's go. Was? Es gibt noch eine Revanche, mein Freund. Das gibt noch eine Revanche. Das gibt verdammt nochmal noch eine Revanche, ey. Shit, okay, das haben wir verloren, leider. Nicht schlimm. Jetzt aber. Was geht hier ab? C13 ist aufgetaucht. Okay, 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 annehmen. Aber. Was will C13 von uns? Oh, Red Driven. Seid mit den Typen vorsichtig, wenn es hart auf hart kommt, rettet euch besser selbst. Hä? Ob einer der Kerle der Fiesling ist, von dem sie gesprochen haben?
Boah, noch mehr Cyborgs, ey. Wie ich sehe, hilfst du noch immer den Menschen. Und ihr richtet noch immer Verwüstung an. Ihr müsst ziemlich viel Freizeit haben, wie. Ja, genau wie dieser Fiesling. Moment, heißt das, dass keiner von den. Von der ist, von dem sie gesprochen haben, ja. Sieht so aus. Hast du so ein Goku, man? Sie sprechen über Goku Schwarz. Ich verstehe das nicht. Wieso haben die Black mit Schwarz übersetzt? Das hört sich so beschissen an. Lass doch Goku Black, Goku Schwarz. Ja, GE. Kannst gar nicht mehr so ernst nehmen. Goku Schwarz Rosa. Danke. Ja. Deswegen sind wir hier. Und warum wollt ihr euch uns nicht anschließen? Ganz einfach, respekt das Leben auch nicht. Deshalb wollen wir mit Versagern wie euch nichts zu tun haben. Mensch, respektieren das Leben. Sollten wir dann nicht automatisch mit ihnen kämpfen? Wir werden gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen. Hm? Nun, als das eine Anzählsätze. Ja, ein Mensch redst du da. Von mir aus. Let's go. So, dale. Jetzt sind wir in der Zukunft. Oh, mein Avatar. Aggressiv sieht er aus, aber. Geil, finde ich auch erste Runde am Stand dran, oder? Ja, schon. 18.000. Ja, lass einfach angreifen, let's go. Einfach angreifen am besten. Genau. So. Unser Boost von Gine, man kennt's. Ah, wenn ich jetzt immer. Ey, ich bekomme gerade übel Hunger, wenn ich das sehe. Okay. Okay, okay, okay. So. Das hat doch Gleichstand, Mann. Hey, Schiedsrichter. Ach, was? Was mache ich? Hör doch auf, ey! Oh mein Gott, jetzt sieht's das denn los. Oh! Okay. Okay. Nice! Aber beim Verteidigen keinen Sinn. Na gut, ist ja nicht schlimm. Jetzt komm ran, Junge. Oh, die Animation von der Dead Machine, ey. Neu, auch kein Riesenmodus. Nach vorne und Dankeschön. Jusch. Ikese. Komm du mal ran, Junge, mit deinem Rock. The Dreams. Oh. Sturmmodus. Nice. Geil, cool aussieht. Cool, das sieht übel geil aus. Bam! Bada boom! Oh, Ava! Egal, King Vegeta, am Start. Easy, sehr schön. So, lass uns zu Goku Black gehen. Wollen wir nicht gegen so Versager spielen? Die Super Attack sieht geil aus. Okay, so viel zu den Cyborgs. Nun denn, meine lieben Freunde. Haha, ihr seid gar nicht mal so schlecht. Und ihr habt ein paar nette Moves drauf, das steht fest. Ihr zeigt uns viel über Teamwork.
Und der hat unser Team echt schlagkräftig gemacht. Okay. Alles schön und gut, aber... Bitte nicht schleimen, wir wollen weitermachen. Oh, annehmen. Oh. Oh, wir müssen uns wieder teilen, oder was? Oh, ja, sieht so aus. Okay. Bitte, drop mir Tickets. Oh, Mann. Warum? So, müssen wir uns teilen. Yes. Wer ist da? Boo. Okay. Was ist da vor mir? Okay, dann mach ich das. Let's go. So, jetzt ey, alles klar, was ist da los? Ja, nicht los. Dragon Ball Heroes ist los. Okay, ich muss zuerst angreifen. Oh yeah. Jede Runde. Alle raus. Egal. Alle raus. Alle raus. Einfach alle raus. Danke. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alle raus, danke. Besser gucken, bitte Boost. Danke, ciao. Und. Hajime. Angreifen, bitte. Schön Schaden machen. Gegner dappen. Dann passt alles. Dann passt doch alles. Und hier, fang mal, Junge. Komm. Eine schöne Portion, hast du gut getan. Oh, wenn ich das sehe, bekomme ich. Hab legit Hunger. Oh, mein. Ich hab legit Hunger, Freunde. Shit! Und ich merke schon, ich war crazy. Okay, beruhigen uns mal. Konzentration. Jetzt. Concentration. The concentration it is. Bam. Bam. Nein. Woo! This damage. Nein. I don't wanna know. Oh, whoa. Whoa, somebody said it saw you. Bitte? So. Oh, Mann! Mal langsam. Oh, oh, betäubt. Ist da jemand betäubt oder was? Wieso greift der öfters an? Ah, zieh das doch nicht in die Länge, mein Freund. Ich heile meine Ausdauer eh wieder. Dankeschön. So, jetzt aber. Nee, keine Kampfrunde. Heute geschlossen. Tut mir leid. Hundi ist geschlossen. Ah, nee. Ja, ja, danke, ja. Nein, kein Riesenmodus. Nein. Danke. Alle raus. Attackieren, attackieren, attackieren. Lach weiter, Junge, lach weiter. Komm gleich rüber. Fang das Ding. Nein. Ah ja, komm mal. Ja, okay, komm. Oh mein Gott, nicht mal getroffen. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Oh. Leute. Leute, ich hätte Hunger, ich weiß auch nicht, auf einmal habe ich Hunger, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, komm, raus mit mir. Brento, Cut. Cut, Cut, nicht mehr angreifen. Nicht mehr angreifen. Cut, ey, der Kampf ist schon vorbei, bitte. Komm! Oh mein Gott, wollen alle angreifen oder was? Jetzt beenden wir den Kampf hier, let's go. So, jetzt so viel zu diesem Kampf. Oh, was ist das? Wieso ist das so eine Dämonen-Aura? So eine dunkle Aura. Okay, krass. Guck mal, da geht's sogar noch weiter dann. Irgendwie. Interessant, Freunde. Ich würde sagen, wir machen für diesen Part Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen auch den Pfad hier mit unserem Boy weitergehen, sofern wir das können. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.
I'ma get it back after I'm done. Next time you ain't won't be around.